Hallo Jungs, heute haben wir hier den ganz letzten Traxxas TX4 Ford Bronco 2021. Wieso? Aus zwei Gründen. Ich habe ja den Yikon Racing genommen, den 1.8er, der Abzima als Yucatan verkaufen will ab September. Abzima ist ja keine Marke, die herstellen nicht, sie machen nur einen anderen Namen drauf. Ein paar andere Kleber und anderen Preis. Nicht immer treffen sie die gute Wahl für das gute Material, aber bei Yikon haben sie eine gute Wahl getroffen. Wir haben es gerade gesehen bei dem Sherpa, ja die 1:10er Version, also in dem Maß hier vom Bronco. Leider gibt es vom Traxxas TX4 keine 1:8er Version, wäre auch toll gewesen. Und ich wollte ja die zwei vergleichen. Mittlerweile so, dass die Freundin von einem von meinen besten Kollegen unbedingt das Auto ihm auf seinen Geburtstag geschenken wollten und ihn nirgendwo fand, also hat sie natürlich den bekommen, den wir da hatten. Aber es macht nichts, weil die Review macht er dann trotzdem auf seinem Kanal, also die Videos kommen dann bei mir und auf seinem Kanal, er hat auch einen eigenen Kanal, das ist RC Jam Jam. Der macht dann das, er hat einen Kollegen mit TRX4, also können sie zusammen fahren und wir haben dann die Bilder, ich mache meinerseits die Fahrt von dem Bronco. Der habe ich genommen, weil ich mag den alten, also den drei Farben natürlich ist er am schönsten. Ich mag den Defender, aber es gibt auch viele Leute, die lieber das moderne Zeugs haben. Und da Traxxas den neuen Bronco gemacht hat, haben wir mal den genommen, weil der hat auch zwei Sachen, die ein bisschen verschieden sind als die alte Version. Funkemäßig natürlich alles dasselbe, kannst Bluetooth-Modul dazu nehmen, Beleuchtungssatz für TX4, Windesatz, alles. Du kannst also für die, die das gerne das Schnickschnack haben, Elektronik, Geek und so Sachen, die Freaks, da gibt es alles bei Traxxas für ihn aufzupumpen, also optisch. Ich bin kein Freak von dem Zeug. Ich mache lieber eine andere Seilwinde drauf. Kriegst du sowieso eine separate Funke, ob es jetzt bei Traxxas ist oder bei den anderen. Ich mache auch andere Servos drauf. Das Traxxas Original Servo 9 Kilo Metall hat jetzt ein Metallhorn. Weil die ersten hatten das Problem, dass sie das Horn zu schnell durchreißte. Aber 9 Kilo Servo ist immer noch nicht genügend. Es reicht für den Normalfahrer, aber wenn du wirklich rumkrabbelst, wird er warm und schmort. Es ist ihm zu viel. Natürlich, das Auto ist nur 4,5 Kilo schwer. Da denkt jeder, ein 9 Kilo Servo soll erreichen. Das ist zweimal das Gewicht vom Auto. Du musst aber nicht so rumdenken. Du musst mit Torque rechnen. Du musst mit Kraft, wenn das Diff blockiert ist und du drehst, will das Auto geradeaus. Die ganze Motorkraft vom Auto zieht die Räder gerade und der Servo muss dagegen kontern. Das ist mal eins. Das zweite sind die Endpoint Adjustment, das heißt die elektronische Winkelstopper vom Servo. Aus der Schachtel war es hier auf der rechten Seite okay, nach links ging der Servo viel zu weit und reißte die ganze Achse rauf. Deswegen hatte ich hier das Ding ausgedrückt, das ist von Traxxas. Wenn du natürlich das Modul hast, geht alles einfach. Kannst du alles mit dem Modul auf dem Smartphone machen. Kannst auch hier einen Ständer haben, das Smartphone hier drauf. Dann hast du dann die Telemetrie, wenn du willst. Du kannst die Beleuchtung bedienen, die Seilwinde, das ganze Zeug, wie gesagt, für die, die es gern haben, wie es von der Marke vorgesehen ist. Es gibt einfach Leute, die denken, das muss so sein und darf nicht anders sein. Wenn es denen recht ist, ist es denen recht. Ich mache lieber alles selber. Nicht nur, weil es billiger ist, einfach, weil es dann wirklich entspricht, was ich will. Es ist wichtig, wenn du das Ding auspackst, dass du das schnell checkst. Wenn der Servo morgst am Ende, natürlich denkt dann, ja, yeah, muss ja nicht immer das Lenkrad voll einlenken, aber das vergisst du schnell beim Fahren. Da morgst der Servo und wenn er morgst, wird er warm und warm und warm und schmort. Denk daran, auf der Traxxas Webseite das Ding herunterzuladen. Ich habe jetzt gedrückt, ich habe es immer hier in der Werkstatt an der Wand. Weil ich habe so viel Funke zum Einstellen und Receiver und Regler und. Das ist einfacher für mich, dass ich an der Wand hier alles mal rum habe ich sofort unter den Augen.
ohne irgendwas elektrisch anzumachen zu müssen. Das habe ich eben gern. Und hier musst du reingehen. Das heißt, du musst Menü drücken, ein zweites Mal drücken, einmal Set, einmal Set. Dann bist du hier. Dann musst du dreimal Set eindrücken. Da bist du hier und dann kannst du einstellen. Und das musst du machen. Ich sag's dir, mach es. Das spart mal erstmal den Lenkservo. Du hast eine Karo. Das können wir weglassen. Eine andere untere Stoßstange mit einem kleinen Skidplate, damit es wie am echten mehr oder weniger aussieht. Das ist ja nur ein Möchtegern-Scale-Auto. Die Scale-Freaks, die Vollscale-Freaks, die natürlich die toben, sagen, ja, es fehlt der Interieur, es fehlt dies, fehlt das, das ist nicht so, das ist nicht so. Aber für den Normalmenschen ist es egal, es muss einfach dem Modell entsprechen. Im Auge weiß man, das ist der Modell. Spezifische Stoßstange, die zu der Karo passt, die auch super flexibel ist. Da haben sie gelernt, das ist super. Die Optik sehen echt aus. Du kannst natürlich auch LEDs reinmachen. Du hast hier die zwei Teile auf der Motorhaube. Die dienen dazu natürlich beim Überrollen, dass du nicht hier gerade beschädigst. Am RC-Modell, am echten Modell ist es ist wahrscheinlich noch was hier festgemacht oder kannst du was festschrauben dran. Du hast die Rückspiegel, die einklappen. Ist Schnickschnack. Da sagen sie, wenn du einen Stein fährst, kannst du den Rückspiegel einklappen. Aber von mir aus reißt du dann das Ganze hier aus. Du hast die Wischer dran. Vorne sieht man rein, aber von der Seite ist alles super mega dunkel gemacht. Es ist dann nur im Licht ein bisschen rein. Du hast Türgriffe, Fender sind dran. Fußschwellen, die Karo liegt natürlich in der Fußschwelle aus. Die Fender, die liegen auch innen drauf auf den Mudguards. Das heißt, die Schmutzfänger hier drin. Hintere Lampen sind auch so gemacht, jetzt mehr wie am echten. Du hast natürlich Ersatzrad dabei und die hintere Stoßstange ist auch extra für das Modell gemacht und du hast die Möglichkeit, eine Anhängerkupplung ranzumachen. Die Felgen wurden anders gemacht und wie am echten sind sie schwarz wie das Dach, weil der echte auch so genau aussieht. Ich finde jetzt das Orange mehr Senfgelb, also irgendwie, ja, das ist eine Geschmackssache. Und wie immer auch, gewöhnen wir uns dran. Und ich habe es genommen, weil auf dem Auto ist jetzt was Neues drauf. Wir haben hier keine Bodyclips mehr drauf, auf dem Scale-Auto. Endlich, ja. Ich weiß nicht, wieso sie so lange gewartet haben, um sowas zu machen, weil es hätte gemacht werden können mit Bodyposts, die, also Karosseriebefestigungen, die an der Karo fest sind, gehst an das Chassis und dann die Klammern von unten. Hätte auch schon lange so gemacht werden können. Jikun hat ein Klappsystem genommen und Traxxas hat hier vier Laschen. Zwei vorne, zwei hinten. Musst du einfach in den Flügel reinlängen, hier, und nach außen ziehen. Einfach nach außen ziehen, da kannst du es ein bisschen lüpfen. Links und rechts, was natürlich sich jeder fragt, deswegen habe ich das Ding hier. Was passiert dann mit Flutter? Wenn das Ding voll ist, geht das dann auch noch so easy auf und rein? Keine Ahnung. Weil, im Gegensatz zum Defender, das Auto keinen Käfig hat, haben die hier drin einen Innenkäfig gemacht. Leider nicht bis zum Dach rauf. Das habe ich gern. Weil das Dach ist das Erste, was leidet beim Umkehren. Auf jeden Fall gut gemacht, es geht ganz herum. Ersatzrad ist daran gebuttert. Innen hier haben wir Verbindungen mit den Fender. Und das Ganze liegt dann auch wieder hier drauf. Also relativ straff. Das Lexan ist normal. Nichts Überwältigendes. Kriegt auch nicht so viel ab. Was ein Fender Offroader. Das System ist so gemacht, dass du das Auto daran lüften kannst. Das funktioniert echt. Es ist auch straff genug, du siehst. Also wir drücken es dann nicht so fern, so schnell rein. Natürlich fahre ich dann nicht nur Crawler. Ich bin kein Crawler-Freak. Ich bin
ein Offroad-freaks Ding, fahrt dann ein bisschen schneller. Da und wann haben wir mal ein Hindernis, das wir überwältigen müssen mit Tiefsperren des Zeugs. Und das war's. Am Nikon in der Zwischenzeit wurde eine Probefahrt gemacht mit 4S. Nach einer Stunde Fahrt war die Lippe noch bei 3,8. Motor 35 Grad. Eine Stunde lang konstant fahren, krabbeln, fahren, krabbeln. Lipo lauwarm, Regler lauwarm, also Stock ist Hammer. Das heißt, im Nikon brauchst du überhaupt kein Brushless. Hierin haben wir, wie bei vielen Crawlern der neuen Generation, das gefällt mir eben, Portalachsen, heißt mehr Bodenfreiheit unten. Das ist wirklich was, das ich mag für wirklich Krabbeln. Also nicht nur Krabbeln, sondern im Offroad. Ist wirklich viel besser. Wir haben Schaltung hier, Getriebe, ersten, zweiten Gang. Ist auch cool, weil ist langweilig, wenn du einen Krabbler hast, der nur krabbelt. Der nur 10 km fahrt, wenn du da rum bist im Wald irgendwie, bist du nur immer langsam unterwegs und am Krabbeln machen. Und mit sowas kannst du ein bisschen mehr machen. Du kannst einen Feldweg durchgehen und so. Du kannst also normal wirklich spazieren. Du kannst wandern gehen mit deinem Auto. Das Ding dabei zu haben, ist einfach toll. Schaltservo für Stiefsperre vorne hinten über Kabel. Traxxas hat da nichts zu beweisen. Den Antrieb vom TRX4, die Diffsperren sind mega solide, nicht zum Umbringen. Wir haben einer gesehen, der sie kaputt gemacht hat, aber selber schuld. Der ist ins Wasser gefahren, ins Flutter. Dann hat er das Ding auf die Seite geklatscht, einen Monat später wieder rausgeholt und dann voll Gummi losgefahren. Die Lager waren verrostet. Die haben sich in ihrem Getriebe gedreht. Dann hat er ein TRX4 Getriebe zerschlänzt und eine Vorderachse kaputt gefahren. Ich hab's nicht geschafft. Und ich bin da im Gröll runtergeflogen, 10 Meter runtergerolpelt und gemacht. Das Ding ist uns nie kaputt gegangen. Also kann man da nur sagen, selber schuld. Ein Morxer. Ganz einfach ist das. Batteriefach ist hier, du kannst eine normale Batterie reinmachen, eine kleine Batterie, die dann ein bisschen tiefer liegt. Ob es wirklich so viel bringt, weiß ich nicht. Du kannst hier vorne eine Batterie festmachen, du kannst eine Zusatzbatterie und das Material montieren für die Winde hier vorne. Der Unterskidplate hier von der Stoßstange ist auch interessanterweise hier am vorderen Delta festgemacht, plus an der Stoßstange. Also ist hier wirklich die Frontnase mega straff. Und das ist cool, muss ich sagen. Die Original-Traxxas-Reifen sind gut. Das sind natürlich nicht die besten Krabbelreifen, aber sie sind gut für alle Rounder. Sie krabbeln gut und sie haben guten Halt, wenn man schneller fährt. Sie verdrücken sich auch nicht zu viel, damit es nicht, weil bei vielen Crawler, die wirklich nur krauen, sieht es einfach blöd aus, wenn die Reifen so flach da liegen. Beim Fahren ist es natürlich okay, beim Krabbeln ist es natürlich Hammer, aber da fehlt irgendwie ein bisschen was. Die Untersetzung hier in dem Portalachsel bringst du auch nicht kaputt, ist super. Das Negative immer bei Traxxas ist Motor und Regler. Der Regler ist für einen Wrestler okay, für einen Traxxas Bandit, für einen Stampede 2-Rad-Antrieb, für ein Anfängerauto, aber der hat wirklich nie nichts zu verlieren, weil der hat einen sehr schwachen BEC. Die Servo machen ihm sonst viel zu schaffen, das Licht auch noch dazu, die Lenkung noch dazu und es ist einfach lahm von dem her. Gibt optionalen BEC zum Reinschrauben, musst du extra zahlen, ist ein Witz. Das Ding gehört für mich weg von hier. Motor, okay, kann man lassen, aber ich habe es trotzdem gerne mit ein bisschen mehr Power. Es gibt natürlich Fusion X, Kestrel, Crawler System und was du willst. Indem aber, also wir machen dann erstmal eine Stockprobefahrt, dann machen wir was Billiges rein. Ich will probieren, was Billiges zu machen, was wir dann auch locker in die Projekten für die Kinder, die kraulen wollen, machen können. Natürlich kannst du sagen, ja, für die Kinder kannst du das Brush drin lassen, aber ich mach Brushless. Ich mach kein Brushed. Haben wir hier ein 120 Ampere ESC, der bis 4S nimmt, der aber BEC bis 7,4 Volt kann und 5 Ampere.
Der kannst du natürlich hier drin nicht brauchen, weil Empfänger schmort. Mikroservo schmoren. Aber ich kann jetzt die TR4, die PowerHD TR4 reinmachen, die können das. Natürlich Lenkservo mit 40, 50 Kilo, damit haben wir Ruhe. Das hier und ein ganz billiger 17 Euro Motor, 17 Turn 5 sind 2,5 Zoll, 1700 kV, ungefähr die Leistung von dem. Von der Wattleistung ist es dementsprechend. Und wir können da eben mit Sensor fahren. Das ist mal eine Möglichkeit. Und das sehe ich jetzt ganz gut, so ein billiger, du kannst für 75, 80 Euro billiger Chassis kaufen auf AliExpress für einen Crawler. Da machst du Reifen dran, die du mit Play gefüllt hast, ein bisschen so ein billigen Combo, ein Dumbo-Funke, und da kann ein Junger mit 150, 200 Euro komplett mit Ladegerät und Batterie einen Crawler haben, der dann so gut ist, dass er wirklich mit, also der einen Wettbewerb mitmachen kann. So easy, so leicht, so billig. Das ist eben das Schöne daran. Aber ich möchte auch was anderes probieren, nämlich was ohne Sensor. Ich sage immer, mit dem richtigen KV, mit richtiger Voltanzahl und genügend Drehmoment klappt dann alles ohne das ganze Sensor-Schnickschnack, weil es das nicht. Das Ding ist natürlich nicht 100% wasserfest, aber für den Jungen sage ich das sowieso immer, vermeide das Wasser. Je weniger, dass du ins Wasser fährst, je weniger hast du Unterhalt, Risiko, dass da Wasser reingeht, wo, irgendwo, wo du es nicht gesehen hast, was dann Lagerschaden gibt, Elektronikteil schmort, auch wenn die Elektronik Garantie hat, tut es der Elektronik nicht gut. Mir ist es egal, ich habe das Budget, ich arbeite dafür, wenn was schmort, lache ich und kaufe ein anderes. 40x60 Motor, weil der passt hier rein, weil ich wollte einen 40 mm Durchmesser wegen mehr Drehmoment. Das ist sowas, das ich gerne probieren würde mit Max 10 Hobbywing Max 10 RTR Regler. Der kann auch 4S, kann man dann locker eine kleine 4S reinschieben und los geht's. Wir haben da wenig KV, das heißt, wir sind nicht schneller oder kaum ein bisschen schneller unterwegs als Stock, weil der TRX4 hat es bewiesen, ein 60er ist für ihn kein Problem. Und das andere, was Neues, ist die Positionierung hier von den Dämpfer. Kann sein, dass es auf einem anderen Modell zwischenzeitlich schon drauf war, aber ich hatte es damals nicht gesehen. Also es ist für mich jetzt neu. Das ermöglicht es, die Dämpfer hinzulegen, damit die Hinterachse mehr pendelt. Ist dann von der Reaktion ganz anders am Heck. Das machen wir auch. Wir machen eine Fahrt normal. Ich probiere mal einen Ort zu finden, wo es schön ist, mit Steinen und so durchzufahren. Dann legen wir das Ding hin und machen dasselbe, damit wir die verschiedenen Reaktionen von den Dämpfern sehen. Und wie gesagt, wir fahren ihn erstmal Stock, dann bauen wir um. Ich habe auch das ganze Messingzeug gekauft. Was ich gerne habe am TRX4 sind die Achsenausgänge hier, sogar noch mit Zusatzgewicht. Das ist was, was wirklich, wirklich viel hilft. Wie mehr das Gewicht unten hast, wie weniger oben, wie weniger rotierende Masse, weil die Felgen mit Blei zu füllen ist okay. Aber dann hast du rotierende Masse, die schwer sind. Und das mag ich nicht, weil ich das Auto als Allrounder fahre. Wenn du nur kraust, ist null Problemo. Ich mache auch immer vorne und hinten. Die meisten machen nur vorne, aber ich gehe so viel runter, dass ich raufgehe. Also habe ich gerne, dass das Auto im Pendel haltet. Natürlich ist das Gewicht, das hinten auch eine Falle ist, wenn du rauf fährst, aber ist dann auch nicht extrem so schlimm. Kommen noch Messing hier Abdeckungen für vorne. Nicht hinten, wir haben ja Motor vorne und die Batterie kann ich ja dann hier vorne montieren, also haben wir mehr Gewicht. Ja, und ich habe, das ist jetzt alles Injora Material von AliExpress, kostet so 17 Euro Satz. Die gibt es auch von denen, auch für 17, 20 Euro. Ich habe jetzt mal aber die GPM genommen. Die sind viel teurer, die sind dann bei 40, 45 Euro, sind aber detaillierter, schöner gemacht und ich bin zufrieden mit dem, wollte aber mal das probieren. Um zu sehen, weil GPM bin ich generell kein Freak.
kein Freak, außer wo es keine bessere Option gibt. Ich wollte es einfach mal probieren, beim Anpassen, ob alles schön funktioniert und so. Es kommen noch ein paar andere Sachen für den zweiten TRX4. Ihr wisst ja, hier haben wir den das Präparationsschwein, hier Power Ranger TRX4, mit dem machen wir ein paar krumme Sachen. Wir haben da so doofen Ideen vor uns. Wir werden das machen. Wie gesagt, den hier fahren wir mal original. Auch wenn ich die Karo nicht unbedingt kaputt machen will, vielleicht fahre ich dann die. Und wenn du dich fragst, ja, weil es jetzt natürlich toll, das System, aber eine andere Karo drauf zu machen mit dem System wird schwieriger. Aber du hast immer noch die Möglichkeiten, hier die normale Karosseriemontage zu reinzumachen und eine ganz normale Karo drauf zu machen. Ist auch viel leichter, wenn das Auto unten schwer ist. Es ist egal, wenn oben noch schwer ist, kannst du unten noch schwerer machen, weil es gibt da natürlich verschiedene Sachen. Der Scale-Fahrer hat gern Gewicht drauf, damit die Dämpfung echt wirkt. Damit das Auto wiegt, so auf den Räder und schön rumlummelt. Der Crawler aber hat lieber weniger Gewicht oben und so viel wie möglich unten, damit er besser krabbeln kann. Und ich muss sagen, die Dämpfung von dem jetzt fühlt sich ganz anders an als die von TRX4, der ich hatte mit der Defender Karo drauf, selbst mit Radstand, gegenüber den alten Bronco. Die Dämpfung scheint viel weicher zu sein als der TRX4 Defender. Natürlich hast du dann mehr Pendel, aber wir haben es gesehen, auf dem hier, selbst ohne Öl in den Dämpfer, selbst mit 60 Sachen drauf, gab es da kein Problem mit Torque Twist. Das Ding hat kaum ein bisschen Neigung und beim Bremsen ein bisschen Neigung und das war's. Das spricht auch dafür, dass Traxxas das Antrieb super schön gemacht hat. Helfen tut da auch extrem natürlich die Reduktion hier drin. Die Planetarreduktion hier nimmt viel weg von dem Zeugs und das ist das Schöne. Also ich hatte wirklich nichts an Problem mit TRX4 bis jetzt, auch also ich selber fahre nicht viel, ich hatte mal kurz zwei, dreimal da, aber die Kollegen, die mit uns fahren haben da, ich bin natürlich da mitgegangen, habe mitgeholfen an der Mechanik und das war schön, weil du musst eben nichts machen. Das Ding fährt einfach Stunden und Stunden und Stunden lang. Wenn du natürlich Wasser fährst, pass auf, steht in der Bedienungsanleitung, zerlegen, reinigen, Lagerölen, alles was Stahl ist, natürlich ölen, reinigen, putzen. Wenn du es nicht machst, kann er lang fahren, trotzdem, aber irgendwann mal kommt was raus. Wie gesagt, wenn es natürlich verrostet, dann kannst du dich an Galgen hängen, dann musst du natürlich die ganzen Schrauben, Lager ausmontieren, Motor kann verrosten selbst, das ist schade. Also, ich war nicht so überzeugt von der Karo am Anfang, muss ich sagen. Auf Fotos sagte ich, ja, soll ich trotzdem wieder eine alte nehmen, weil er doch viel schöner aussieht. Ich wollte aber einen langer. Defender haben wir jetzt mal genügend gesehen. Wrangler habe ich auch genügend gesehen. Und ich wollte ja, wie gesagt, das neue System. Und weil ich ja nicht weiß, was da mit Flutter passiert, ist es ja so, das heißt jetzt, ich muss so Flutter fahren. Ich muss durch fettes Flutter fahren, damit ich dann weiß, ob das Ding noch schön sauber aufgeht oder nicht. Auf jeden Fall so statisch, muss ich sagen, funktioniert es mega geil. Ein Wort noch zum Regler. Viele Leute bei Traxxas fallen in eine blöde Falle rein. Und ich kann dich, also das ist von mir aus Traxxas Fehler. Du hast natürlich hier einen Ausschaltknopf. Du musst nur kurz drauf bleiben, dann geht's an. Wenn du ein bisschen länger bleibst, geht er in das Programmiermodus. Vom Neutral, vom Gas. Dann erst geht er in den Programmiermodus von Normalfahrt. Sportfahrt heißt ohne Rückwärtsgang. Obwohl es, das macht es ja niemals mit dem Crawler.
Aber es ist ein Regler, der in vielen Modellen drin ist. Und das 50-50. Das heißt, du hast nur die Hälfte vom Gas. Das ist ein Crawler, geht auch langsam. Du kannst ihm viel weniger Gas geben. Aber bei 50% hast du hier mehr Präzision am Gas. Weil 50% hier fahren heißt nur bis hier Gas geben. Das heißt, du hast, siehst du, es ist nicht so proportional. Wenn du hier 50% einstellst, hast du den ganzen Fahrkurs für 50% vom Gas, dann fährt er sich doch feiner. Du kannst natürlich auf dem Multifunktionsknopf noch Dual Rate einstellen, du kannst EPA einstellen, du kannst Bremse einstellen, du kannst Expo, Gas, exponentiell, positiv, negativ oder Lenkung auch einstellen. Geht alles auch, wenn du noch sanfter fahren willst. Ist klar. Und da fällen viele rein, damit dann das Neutral rausfliegt. Keine Panik. Einfach Bedienungsanleitung schön durchlesen, das Neutral wieder einstellen. Passt auf, gerade wenn es Kinder sind. Die Kinder, meistens ist es so, wir haben es probiert mit meinem eigenen, gesagt, macht das Ding an, der ist drauf geblieben, bis das Licht, bis das Lampe aufleuchtete. Aber da ging es eben gerade auf Rot dann. Weil es war zu lang drauf. Oder wenn sie einstellen, ohne die Karo wegzumachen, weißt du, hier rumfummeln, sind sie auf dem Knopf, sind sie nicht, dann geht was schief. Was sauber ist, ist natürlich Kabelführung bei Traxxas. Das ist sauber gemacht. Kugelpfannen sind solide. Die Verbindungssteinchen hier sind solide. Ich finde jetzt sogar, das brauchte nicht mal auf Stahl sein, muss ich jetzt sagen. Ein fettes Kunststoffteil, das genügend Flex hat, weil die Welle ist ja teleskopisch hier, dass wenn du hart aufprallst, dass das Ding reingehen kann, bisschen, die Welle geht ja nach, hilft auch viel weniger Achsbruch zu haben. Handkehrum haben wir auf TRX4, außer den Depp, den ich gesagt habe vorhin, keine Achsenbruch gesehen. Auf dem Yikong Racing Sima passiert es ein bisschen öfters. Das Kunststoff ist ja nicht dasselbe, das Auto ist auch billiger, kann man nicht böse sein. Und die schlimmsten sind natürlich die Hobbytech CRX Crawler. Finger weg von den Dinger, das ist eine Schande. Sie sind teuer für was sie sind. Wenn sie billig verkauft würden, wäre es kein Problem. Aber für den Preis macht euch das nicht an. Ich habe Jungs hier, mehrere, ungefähr 10 Stück, die gekauft haben, wegen einem YouTuber, der gesagt hat, das sind arme Autos, sind billig, ist französisch, bla bla bla. Sie sind Franzose, haben sie das Zeug gekauft und die Treppen vom Haus runtergefahren, wie ich es auch immer mache, ist die Achse am Boden geblieben, gebrochen. Mal wollen ein bisschen mehr an der Wand raus, ist die Stoßstange gebrochen. Servo geschmort, Elektronik, also Motorregler ist hier gerade so schlimm. Da kann man nicht sagen, das Auto ist sauteuer. So ein Brush-Motor kostet ungefähr 2 Euro in China. Verkauft jetzt für 50, 60 Euro. Katastrophe. Ich fahre gern Brushless. Das ist so. Und der wird Brushless umgebaut. Wie gesagt, ich bin kein Crawler-Freak. Ich kraule gern da und wann, aber habe dann lieber ein Allrounder. Ich war super mega happy jahrelang mit Traxxas Summit. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich mal den genügend gesehen. Haben wir den Armer Nero Big Rock probiert. Der hatte aber, also schlecht, die Dämpfung war nicht okay. Die ganze Kraft ging nicht am Boden. Das war ein Schliffstein. Haben wir alles umgebaut, erhöht, gemacht, wurde besser, aber war immer noch weit entfernt von was der Traxxas Summit konnte. War ja auch von Arma nicht so gedacht. Aber ich hoffte es, weil ich einen besseren Antrieb als der Summit wollte. Und da kam der Nero raus. Also war nichts damit. Dann haben wir probiert den UT4. War schön zum Fahren, ist super zum Fahren, krabbelt super.
Das Getriebe macht so einen Scheißlärm, ich kann es nicht haben. Ich habe ihn verkauft nur deswegen. Ich hasse es, wenn ein Auto fährt und das Getriebe rummacht. Ich habe deswegen auch den Gome Plus von, wie hieß es wieder, wie hieß die Marke, nicht genommen deswegen, weil er nur rumpfeift. Ich wollte einen Cracksman kaufen. 1 zu 8er Crawler, wow, Cracksman, geil! Habe ich Video gefunden. Mit Musik und plötzlich eine ohne Musik. Weg mit dem Cracksman. Yikon, der ist groß. Der ist leise. Hatte ich endlich mal hier. Wollte es der Kumpel. Also habe ich mir nochmal einen TRX4 geholt. Weil der ist leise. Das mag ich. Vom Maß her, wie gesagt, wäre es toll, wenn sie. Ich wäre so überglücklich, wenn einer einen 1 zu 7er Crawler macht. Das wäre doch was. So. Nicht so groß wie der Mojave, aber in der Richtung. Weißt du was? So ein langer Brummer, so breit, so fette Walzen. 4S Brushless, mindestens. Mit 1 zu 5er Lager drin. Und das ganze Zeug. Nee, okay. Das wird ein Monster Truck. Also, habt ihr einen? Was denkt ihr? Habt ihr das mit dem Verschluss schon probiert? Was denkt ihr? Was ist eure Meinung dazu? TRX4 ist TRX4. Wie gesagt, ich weiß, ich werde zufrieden sein mit dem Auto. Ich mache nur mal eine Stockprobefahrt, damit wir auf den Videos dann, wenn wir ihn umbauen, den eigenen Vergleich haben am gleichen Ort. Weil ich weiß, er fährt sich super original, fehlt ihm aber Gewicht unten und ich weiß, dass ich, wenn ich das Messingzeug reinbaue, dass das Ding also hervorragend krabbelt ohne mehr. Du musst einfach das Messingzeug reinschrauben, Ausgangsachse. Du musst nicht mal so viel wie ich machen. Wenn du nur vorne das Ding reinmachst, ist alles schon bestens. Besseren Servo, wenn der Original schmort, wenn du ein Problem hast. Wie gesagt, für die meisten Leute reicht der Original-Servo, die Original-Elektronik reicht auch. Mir passt es nicht, weil wenn ich wende, also wenn das Licht anfängt zu fackeln, weil das Ding zu viel Strom braucht, wenn ich wende, ach, sowas von, boah, also, ich will schon ein bisschen mehr, gerade für den Preis. 600, 650 Euro kosten die Dinger, das sollte, also die Beleuchtung drin sein. Der Yikon hat es ja, der Abzima kommt ja auch mit der ganze Beleuchtung dran. Also hätte ich es auch hier gern. Und ich freue mich, wenn ich dann endlich, weil mein Kumpel ist nicht hier, der ist in Belgien, wenn wir uns sehen können, wenn er dann den Nihon schön gefahren ist, ich habe ihm auch schon die Messingteile besorgt für die Ausgang von den Achsen hier, auch wie hier. Vielleicht hat er dann noch andere Reifen drauf. Der ist dann auch bereit, dass wir dann zusammen die fahren können, um euch die Videos zu machen. Ich werde alt, es braucht alles immer mehr Zeit. Und es ist so, dass ich auch immer mehr Zeug stabbel. Früher hatte ich ein paar Autos, die ich durchgewalzt habe, repariert, durchgewalzt, repariert, durchgewalzt. Jetzt habe ich mehrere Autos, walze eine Reihe durch. Dann mache ich sie nach unten, lasse sie mal schmoren, walze die zweite Reihe, die dritte Reihe und dann bestelle ich mal Material, dann schraube ich mal einen Monat lang rum, bis alles wieder okay ist und sauber und super. Und so, derzeit starte ich mal hier Autobausätze, Projekte, im Fall, wenn mal alles kaputt ist, dass ich mal ein neuer zusammenbauen kann, schnell und fahren gehen. Oder wenn es mal regnet oder kalt ist oder wenn ich mal krank bin oder irgendwas. Ja, das ist nicht immer schön, älter zu werden, aber wenn du so ein Kalle ausgerüstet hast, freust du dich echt mal in die Rente zu kommen, dass du die Zeit hast für das ganze Zeugs machen. Handkehr um, hast du dann auch mehr Zeit zum Fahren und bist wieder mehr draußen am Fahren. Also ändert sich am Schluss nichts. Jungs, macht's gut, habt einen schönen Sonntag. Doch, was dann toll ist auf der Rente, ist, dass ich dann mehr Zeit habe für
die Videos zu machen für euch Junge. Das kann ich dann alles schön weitermachen. Mehr fahren, mehr Videos, mehr bauen. Bis dorthin habe ich dann auch gelernt, wie man ein Video zusammenbaut und Effekte reinmacht und das ganze Zeugs, um euch wunderschöne Videos zu machen. Weil ich habe ja auch gesagt, ich kraule niemals. Ich fange jetzt an zu kraulen. Ich habe immer gesagt, ja, Videoeffekte, Video zusammenbauen, sehrt mir nicht. Ich will nur das bloße Zeugs zeigen. Also muss ich mir da mal vorbereiten. Aber keine Angst, ich mache dann immer noch die Videos wie im echten Leben, so wie es ist. Und parallel zu dem machen wir dann ein paar, weiß nicht, ob man das so nennen kann, schöne Videos. Das mal jetzt. Bis dort fahre ich vielleicht noch Panzer und Flugzeug, Helikopter, Segelzeugs. Da gibt es so viele. Aber niemals werde ich beim kleinen Zugfahren enden. Ich will nicht auf Schienen fahren. Ich hasse das. Das ist wie das Gesetz. Wenn man mir sagt, du musst so rum, kannst du sicher sein. Upsla, sorry, bin gerutscht, war nass. Bin links rum. Tschüss.